Oh nee! Nee, Flucht konnte nicht entkommen. Ja, danke, du mich auch. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokecraft. Und wie ihr seht, wir sind immer noch am Verhungern. Daran hat sich also nichts geändert, auch nicht in Folge 4, die wir jetzt gerade aufnehmen. Das hier ist unsere kleine Pflanze, die wir angepflanzt haben mit der Frucht in der letzten Folge. Und ich würde sagen, da wir eh nichts zu essen haben, sind wir ja mittlerweile daran gewöhnt, werde ich euch einfach mal zeigen, wie das funktioniert, so eine Heilstation zu bauen. Also wir haben ja hier Aluminium und die können wir hier drauflegen und dann müssen wir die mit diesem Hammer zu solchen Platten schlagen. Ups, ne. Wie war das nochmal? Mit Linksklick war das, glaube ich. Kann das sein? Ja, mit Linksklick. Und dann müssen wir die zu solchen Platten machen. Und dann haben wir jetzt diese Aluminiumbleche. Und davon brauchen wir 4 Stück. Und dann hauen wir einfach mal drauf hier. Einfach immer drauf. So. Und das nächste. Und dann können wir unser Pokémon nämlich heilen. Und dann können wir schon mal anfangen, das zumindest ein Ticken weit zu leveln. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil wir können ja im Endeffekt eh nichts machen. Und ich möchte auch ehrlich gesagt kein Haus bauen, während ich mache noch 2 Stück, während ich kein Leben, beziehungsweise wenig Leben und sehr, sehr wenig Hunger habe, weil da brauche ich nur einmal runterzufallen und bin tot. Und ich habe eigentlich nicht vor zu sterben. Also muss es halt so gehen. Wir haben ja in der letzten Folge auch Dias gefunden und es wird schon wieder Nacht. Und dann kommen die, glaube ich, so hin. Eisen so und in die Mitte ein Dia. Okay, das war falsch. So ist es richtig. Und dann haben wir einen Heiler. Yay! Ich hoffe, den kann man jetzt auch wieder abbauen. Ich stelle den jetzt einfach mal dahin und dann mit Rechtsklick wird unser Pokémon hier rein und dann ist er wieder vollgeheilt. Yay! Und dann können wir ja mal gucken, ob wir irgendwo hier welche finden, die in unserem Kaliber sind, dass wir mal kämpfen können gegen die. Oh, Drama. Boah, nee! Der ist natürlich. Ah, egal, da müssen wir gleich nochmal heilen, weil wir ziehen dem kaum irgendwas ab. Ist okay. Ist okay. Alles gut. Wir heilen unser Pokémon halt nochmal. Ja, jetzt ist der Traumato. Das ist, glaube ich, ein Psycho-Pokémon. Aber definitiv zu stark für uns. So, was haben wir hier? Level 20. Sind nicht im Wasser auch meistens irgendwelche? Ist halt am Anfang immer hier Level 13. Na, Level 13, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu viel. Das ist halt am Anfang immer blöd, dass man halt gegen die Höheren verliert meistens. Man kann dann meistens auch nicht abhauen. Level 16.
Oh, Level 46. Level 16. Das sind jetzt halt extrem... Die Milky Man hat da echt Glück gehabt, dass die so ein kleineres Pokémon gekriegt hat, gegen was sie hat leveln können. Es bringt halt nichts, wenn wir gegen so ein Riesen-Pokémon kämpfen und dann dadurch verlieren, weil im Endeffekt bringt es uns keine Erfahrung, wenn wir jedes Mal verlieren. Wir können mal da im Fluss gucken. Ist da irgendeins? Nein. Und ich sehe es noch kommen, wir verlaufen uns jetzt gleich so extrem, dass wir nie wieder zurückfinden. Ah, da kämpfen gerade zwei miteinander. Es ist Nacht. Ist hier irgendeins drin? Nö. Nö. Da kämpfen auch zwei miteinander. Oh, 34, 32. Ist auch ein bisschen hoch. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich will unbedingt kämpfen. Ich will auch, dass mein Pokémon endlich weiter wächst. Und stärker wird. Manu. Und ich glaube, wir haben uns verlaufen. Oh, was ist das? Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ist das irgendein... Whoop. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das war, ehrlich gesagt. Jojo, Level 40. Läuft bei dir, Junge. Läuft bei dir. Manu, ich will mein Pokémon leveln. Das gibt's doch nicht, dass hier nur so extrem starke Pokémon rumlaufen. Es ist aber auch dunkel, man sieht kaum irgendwas. Ich finde nie wieder nach Hause, ich weiß es jetzt schon. Was ist das denn? Ach, das ist Ton. Das sieht ganz komisch aus mit dem Texture Pack. Oh, nee! Nee, Flucht. Konnte nicht entkommen. Ja, danke, du mich auch. Na super, und wir finden nicht mehr nach Hause. Das ist doch zum Kotzen gerade. Ah, da hinten ist Licht. Ich sag ja, das ist am Anfang echt schwierig, da was zum Leveln zu finden. Wir sind nach da gelatscht, glaube ich, gell? Ja. Ich finde das so süß. Lichtel. Das sieht richtig süß aus. Hä? Hier sind noch Fackeln. Also heißt, wir wohnen doch hier irgendwo, oder? Hallo? Magikarp. Hallo? Wo wohnen wir denn? Ach, wir wohnen da hinten. Okay, gut zu wissen. Essen haben wir immer noch keins. Ach, das ist doch echt zum Kotzen hier gerade. Ich kann nicht mal rennen, was mich tierisch ankotzt. Und wir haben in der Folge noch gar nichts geschafft, ey. Das gibt es doch nicht. Hä? Sind wir so weit gelaufen? Krasse Scheiße. Und wir laden hier die ganze Zeit einfach nur in der Gegend dumm rum. Was eigentlich auch nichts bringt. Nicht nur, dass wir nichts zu essen haben. Oh, ein Weizen. Wow.
was uns absolut überhaupt nichts bringt. Ah, dann laden wir nochmal unser Pokémon hier auf. Komm, die Pear. Dann gehen wir mal hier am Wasser entlang. Hier muss es doch Pokémon geben, gegen die wir kämpfen können und gegen die wir auch eine Chance haben. Was ist das für einer? Ja, Level 24, da haben wir wieder keine Chance. Wir sind nur Level 5. Da! Ja! Ratata! Kämpfen! Wow, ist er so stark. Oh oh. Komm. Komm. Nein! Nein, du blödes Ratata! Du blödes, blödes Tier! Mann! Wie mich das gerade ankotzt einfach nur. Ich geh gleich Rage-Mode, Alter. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht so stark, das Pokémon. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, das Psycho-Pokémon, da bleiben wir mal direkt weg. Ich habe jetzt halt auch Angst, das abzubauen. Ich brauch's jetzt. Ja, das war ja klar. Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir sowieso nochmal die Scheiße hier machen. Ich habe halt keine Lust, jedes Mal immer zurückzulatschen. Das ist so voll behindert. Wegen dem Heilding. So. Zack, zack, zack. 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 So. Das ist doch scheiße. Wir müssen uns ein Pokémon suchen, was voll schwach ist. Okay, die sind nicht gerade schwach. Da waren doch vorhin diese Fische. Level 46. Level 46. Was bist du denn? Okay. Hier ist aber auch nichts, ne? Es ist echt zum Verzweifeln gerade. Ich weiß euch, ich hatte noch nie so viel Pech bei diesem Mod wie gerade. Dabei ist es am Anfang echt einfach eigentlich zu leveln. Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist, ehrlich gesagt. Aber hier sind einfach so hohe Pokémon, dass man eigentlich als Neuanfänger voll keine Chance hat. Hier sind ein paar. Hier werden wir. Hallo? Ich sehe jetzt halt nicht, welches Level die haben. So. Wir gehen jetzt einfach mal hier. So, wir kämpfen jetzt einfach mal gegen den. Ich glaube, die sind noch nicht so stark. Ja. Okay, da haben wir direkt eine Chance. So. 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 So, komm, mach hin. Ich will zumindest ein bisschen was in der Folge erreicht haben. Und? Und? Ja! Ja! Wir sind aufgestiegen zu Level 6! 7, 8. Wow. Und gleich weiter geht's. Mit dem nächsten. Oh, wir haben Glut bekommen. Jetzt sind wir eh
Beste, Alter. So, Kratzer. Klot. Alter. So. Okay, wir sind nicht aufgestiegen, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben ein bisschen gelevelt. Welches Level hat der? Ganz locker machen wir den jetzt fertig hier. Läuft bei uns. So, seht ihr, jetzt ist das erste erreicht und jetzt kann es auch vorwärts gehen, wisst ihr? Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so schlecht. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so noobig wie vorher. So, komm jetzt hier, mach fertig. Und Level 9. Läuft. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendein anderes finden. Natürlich haben wir jetzt gegen Level 30 und so immer noch keine Chance, ganz klar, aber... Ja, okay. Ja, keine Ahnung, wie ich die treffen soll. Was ist das? Dürfte schwierig werden. Und hier können wir so eine... Ah ne, die ist noch nicht fertig. Wenigstens konnten wir jetzt ein bisschen leveln. Wir heilen ihn trotzdem mal. So. Essen haben wir immer noch keins. Naja, wer braucht schon Essen? Braucht kein Mensch. Was bist du denn? Keine Ahnung. Irgendein Schaf-Pokémon. Wir könnten es aber weiter beim Wasser versuchen. Ich will halt bei diesen Psycho-Pokémon muss man halt echt aufpassen, weil die halt schon so ihre Tücken haben. So, was haben wir hier? So. Gib ihm. Mach ihn fertig. So. Der ist zwar voll schwach, aber wenn der aufsteigt, dann wird er zu Garados. Und wir sind Level 10. Dann wird er zu Garados und dann ist er eigentlich voll gut. Garados war früher immer mein... Eins meiner Lieblings-Pokémon, einfach nur. Weil ich das mega geil fand. Hier, was bist du für einer? Oh, Level 35, ups. Level 35 ist ein Ticken zu extrem, würde ich mal behaupten. Aber nur ein bisschen... Hier unten. Das Level 18er könnten wir. Wir könnten es probieren. Wuff, Alter. Alter, wie der uns gleich mal One-Hit gemacht hat. Scheiße. Okay. Krabby, was läuft bei dir so? Hi. Ey. 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 So. Mal gucken, was der so drauf hat. Wow, Alter, wie die alle übertreiben. Wie die alle übertreiben. Da ist dieses Ponita, oder wie das heißt, die Weiterentwicklung davon. Galoppa. Mega geil.
Wenigstens haben wir jetzt unser Pokémon ein bisschen weiterentwickelt. Oh. Das ist ja... Nein, greif mich bloß nicht an. So, den holen wir uns noch und dann... Rauchwolke. Okay. Alter, wieso ist denn der so gut? Was ist los mit dem? Was? Also... Echt mal. So. Also, meine Lieben. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht so schwer, das Pokémon zu leveln. Natürlich ist es halt schwierig, wenn am Anfang nirgendwo Pokémon sind, die man benutzen kann, dann ist es schon schwierig, aber so ist es eigentlich nicht schwer. Man muss halt nur aufpassen, was für Pokémon man sich sucht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir versuchen werden, dann noch ein bisschen weiter zu leveln mit unserem Pokémon und vielleicht auch die ersten Pokébälle zu machen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen super Start ins Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.